Als Foodbloggerin, Köchin, Kochbuchautorin bin ich natürlich auch viel in Wien unterwegs und suche kulinarische Plätze, die mich inspirieren, wie heute für Wien Energie zwei ganz besondere Hotels. Meine erste Station mache ich im Hotel Die Josephine. Ich treffe mich mit Direktorin Susanne Hoffmann zum Energiefrühstück. Die Geschichte unserer Josephine ist eine zutiefst wienerische Geschichte. Sie kommt zufällig in Wien auf die Welt. Bei 1896, in dem Jahr, in dem das Haus gebaut wird. Ihre Eltern sind französische Diplomaten. Sie wächst auf in zwischen Paris und Moskau eigentlich. Der Grund, warum sie hierher kommt, ist, weil ihr Vater Anteile in diesem Haus kauft und wird dann in Wien sesshaft und wird zu einer echten Wienerin. Das Haus ist tatsächlich erbaut als normales Zinshaus und wird in den 1920er Jahren in ein Hotel umgewandelt. Und es ist tatsächlich seit 1920 durchgehend ein Hotel gewesen. Vom Hotel Josephine geht's jetzt schnurstracks in die Wiener Innenstadt und gehe über die Albertina mit einem Blick über die Dächer und die Wiener Staatsoper direkt in das Hotel The Guesthouse. Wir treffen heute Manfred Stallmeier, den Hoteldirektor, in der Brasserie und werden mit ihm ein Schnitzel essen. Lieber Manfred, wir sind hier im Guesthouse. Es ist eines der lässigsten und coolsten Hotels hier in Wien, nämlich ein Hotel für Wiener. Das ist bekannt fürs Frühstück, aber es gibt neuerdings auch ein Abendessen. Stimmt das? So ist es. Wir sind eine Brasserie und in einer Brasserie gibt es einfach den ganzen Tag Küche. Und wir dehnen jetzt einfach den Schwerpunkt auch sehr stark für den Abend aus. Was sind denn so eure Highlights hier im Haus? Die Highlights sind auf jeden Fall einmal das Brot und Gebäck, das wir 365 Tage im Jahr täglich frisch backen, hier in einem Kleinofen mit unserem Bäcker. Wobei wir die Grundprodukte von unserem Nachbarn, von der Bio-Holzofenbäckerei Krager beziehen. Und unser Bäcker beginnt um 4.30 Uhr in der Früh und macht die Semmel, macht die Salzstange und macht die Croissant, macht das Brot. Wir haben, als wir das Haus hier entwickelt haben und mit Terence Conran das Interior Design gemacht haben, auch hier sehr viel Wert gelegt auf Regionalität. Die Messingarbeiten zum Beispiel, sei es die Kleiderhaken, die wir hier in der Brasserie sehen, oder auch die Kleiderhaken oder die Buchstützen in den Zimmern. Wir haben in jedem Zimmer eine kleine Bibliothek, sind aus der Werkstätte Karl Aubeck. In dem Zimmer oben, ich musste mich kurz ins Bett legen und diesen herrlichen Ausblick genießen, eben auf die Oper, auf die Albertina. Das sind ja wahnsinnig schöne große Fenster, die direkt in den Süden ausgerichtet sind. Wie geht es hier da mit Wärme und Sommer um, wenn es heiß ist? Das sind eben diese großen Fenster, wo man sich in die Stadt hinauslegen kann. Das sind Loungefenster und das sind alle Fenster mit einer speziellen Folie beklebt, die aber nicht die Sicht einschränken oder die das Glas tönen, sondern sie verringern einfach die Infraroteinstrahlung um 40%. Das heißt, wir verringern den Wärmeeintrag durch die Fenster um ca. 40%, was uns einfach sehr hilft bei der Effizienz, bei der Kühlung. Wir haben vor einigen Jahren schon einen Tarif abgeschlossen mit der Wien Energie, und zwar ist das Strom aus 100% Wasserkraft. Das war mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass wir hier einen wirklich nachhaltigen Stromeinkauf haben, weil ich möchte nicht, dass hier gar ein Teil Strom aus Kohle oder gar Atomkraft ist. Also es ist 100% Wasserkraft von der Wien Energie.